Wenn ein Hund einen Maulkorb anlegen muss, kann das einen grossen Stress auslösen. Für den Jago ist das aber überhaupt kein Problem. Er und seine Halterin haben das miteinander trainiert. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Hund einen Maulkorb tragen muss. Sei es aus gesetzlichen Gründen, sei es um den Hund zu schützen, dass er vergiftete Sachen vom Boden aufnimmt, oder sei es auch, wenn er schon in einer sehr stressigen Situation ist und starke Schmerzen hat, dass nicht noch zusätzlich mehr Stress dazu kommt. In den Junghundekurs von Sandra Garbeli ist das Maulkorbtraining ein fester Bestandteil. Damit auch schon die Kleinsten lernen, dass sie vor dem Fremdkörper keine Angst haben müssen und den Maulkorb gerne anlegen. Die Mira sieht heute zum ersten Mal einen Maulkorb. Und schon nach kurzer Zeit hat sie sich mit dem Ding offenbar angefreundet und steckt ihre Schnauze problemlos rein. Perfekt, belohnt, ja, großartig. Der Maulkorb sollte gut sitzen. Der sollte den Hund in keinster Weise beeinträchtigen. Der Nasenspiegel darf nicht vorne an den Maulkorb anstoßen. Der sollte so weit sein von der Korbgröße, dass der Hund hecheln kann für den Temperaturausgleich. Das ist sehr wichtig. Außerdem sollte der Maulkorb vorne eine Öffnung haben. So kann man den Hund während dem Trainieren mit einem Goodie belohnen. Für jedes Training, für jedes Verhalten, was ein Hund zeigt, bekommt er seine Belohnung. Das wird später abgebaut. Wenn wir neues Verhalten aufbauen, wird sehr viel belohnt. Wenn der Hund die Übung schon gut kann, wird immer weniger und immer weniger hochwertig belohnt. Schon fortgeschritten ist der Chester. Der Mischling hat die Schnauze bereits ruhig im Maulkorb und darum kann seine Halterin einen Schritt weitergehen und den Korb zutun. Von einem Maulschlaufen als Alternative zu einem Maulkorb raten Sandra Garbeli ab. Sie werden nicht anerkannt, wenn gesetzeshalber ein Maulkorb verlangt wird. Das an denen nicht so gut ist, ist, dass sie so eng um die Hundenase, um den Fang sitzen müssen, damit der Hund auch nichts aufnehmen kann, dass der Hund nicht in der Lage ist zu hecheln und somit keinen Temperaturausgleich schaffen kann, über die Zunge übers Hecheln. Das Tragen von einem Maulkorb lernt ein Hund relativ schnell. Dass er sich damit aber auch ganz normal verhaltet, spaziert und umspringt, ist schwieriger. Und darum ist auch beim Maulkorbtraining wichtig, mit dem Hund regelmäßig zu üben.